2020. Ein Jahr, das in die Geschichte eingehen wird. Das öffentliche Leben ruht. Eine unsichtbare Gefahr sorgt für einen Ausnahmezustand. Unsicherheit, Angst, Corona. Es ist, als hätte jemand für uns alle die Pausetaste gedrückt. Nun ist es an uns, diese Pause sinnvoll zu nutzen. Innezuhalten. Fragen drängen sich auf. Wie geht es weiter nach der Zeit von Corona? Manches wird wie vorher sein, doch vieles anders. Jede Krise birgt auch Chancen. Was sind unsere Chancen? Wir alle spüren dieses Gefühl von Neuanfang. Es ist Zeit für Innovationen. Fortschritte in der Digitalisierung. Starre Systeme werden plötzlich durchbrochen. Chats mit dem Hausarzt, Homeoffice, Prüfungsvorbereitung per Videokonferenz. Lösungen, die vor dem Coronavirus schon lange diskutiert wurden, werden nun zur Normalität. Halberstädter Unternehmen beweisen Innovationskraft. Restaurants bieten Lieferdienste an, weil sie ihre Türen nicht mehr für Gäste öffnen dürfen. Floristen bieten individuell gestaltete Sträuße to go. Eine Tanzschule bringt Kinder und Erwachsene per Videostreams auf YouTube in Bewegung. Unser großer Dank und absolute Hochachtung gelten denjenigen, die jetzt besonders gefordert sind. Pflegepersonal, Ärzte, Krankenschwestern und Apotheken, Polizei, Feuerwehr, und Sicherheitsdienste. Von der Verkäuferin bis zum Lkw-Fahrer. Sie alle sind unsere Helden des Alltags. Besinnung und Entschleunigung. Schonungslos wird uns nun vor Augen geführt, wie wichtig uns Familie und Freunde sind. Die Zeit miteinander. Wie wertvoll eine Umarmung ist. In unseren Herzen rücken wir alle in diesen Tagen stärker zusammen. Wir sorgen uns um unsere Lieben und um die Alten und Schwachen unter uns. Halberstadt hält zusammen. Das haben wir in der Vergangenheit schon oft bewiesen. Auch jetzt lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir helfen einander, achten auf unsere Mitmenschen. Diese Stärken müssen keine Krise fürchten. Menschlichkeit und Solidarität. Wir blicken positiv in die Zukunft. Auf das lebendige Halberstadt nach Corona.